Willkommen zurück zu einem kurzen Horror-Game. Wir haben jetzt einfach mal das Gefühl, das ist einfach mal so, das ist 2015. Du kommst gerade von der Schule nach Hause, hast dir beim Bäcker ein Brötchen geholt, vielleicht auch so ein Puddingbrezel oder sowas. Kommst gerade nach Hause, chillst dich ins Bett, gehst ans Handy, guckst, was gerade so hochgeladen wurde und du siehst, ah, der Lieblings-YouTuber hat gerade ein neues Indie-Horror-Game hochgeladen. The Smiling Man. Wow, kennst du noch nicht, aber du bist ein großer Fan von der Outlast gewesen, von dem Ninja SCP Containment Breach. Oh, gutes Spiel, richtig geiles Spiel. Bald soll auch so ein Soma rauskommen. Das könnte vielleicht auch ganz gut sein, mal gucken, aber du stehst mehr so auf den Jumpscare-Kram. So Creepypasta ist auch richtig geile Sache. Du hast auch so ein bisschen was mitbekommen von den ganzen SCP-Sachen. Da gibt es ja das Spiel, das fandst du ganz cool. Mehr hast du dich damit vielleicht noch nicht befasst oder so. Aber jetzt hier The Smiling Man, Thumbnail sieht auch cool aus. Ich meine, hier, das Vieh sieht gruselig aus. Ist vielleicht voll dein Ding. Vielleicht Verfolgungsjagden oder sowas und Jumpscares. Das klingt doch ganz geil. Ja, aber das Spiel hier ist tatsächlich... ich muss euch leider aus eurer Fantasiewelt rausreißen. Wir sind wieder im Jahr 2022 und es ist alles sehr scheiße. Aber das hier ist ein Indie-Horror-Game, was, glaube ich, vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Oder vor einem halben Jahr. Corrupted Timeline halt. Was aber komplett wirkt, als ob es dann vor 10 Jahren rausgekommen wäre. Das finde ich ganz cool. Wir machen halt einfach mal eine Zeitreise und spielen einfach mal ein 10-Minuten-Horror-Game. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? Ich weiß nicht, wenn ich das hier hochlade. Auf jeden Fall, vielleicht haben wir es ja gestern gemacht, wenn ich das hochlade, einen Tag später. Whatever. Play. Noxus Games Studio Presents. Das Spiel muss man übrigens runterladen und installieren. Das ist nicht einfach nur eine ZIP-Datei, das musst du wirklich installieren. Das finde ich mittlerweile immer ein bisschen komisch. Ich denke mir so, okay, was für eine Scheiße installiere ich denn da? The Smiling Man. Ich meine, das war auch eine Creepypasta. Oder? War es nicht so eine 2-Minuten-Creepypasta, wo man irgendwie jemanden sieht auf der Straße, der den ganzen anlächelt und immer näher kommt oder sowas? Jede Nacht gehe ich zum Supermarkt, um mir ein Abendessen zu holen. Mache das schon seit Jahren. Aber nach dem, was mir heute Nacht geschehen ist, werde ich nie wieder nachts rausgehen. Es war 2 Uhr morgens. Ist das die Creepypasta? Ich weiß das nicht mehr. Ich habe die vor 500 Jahren gelesen. Geh zum Markt. Ja. Er beobachtet dich die ganze Zeit. Sogar nachts. Die ganze Zeit. Okidoki. Wo ist denn? Was? Ich bin zu müde, um zu rennen. I love it. Oh. Da steht jemand. Okay. Lass dich nicht von ihren Ausdrücken täuschen. Ihre Gefühle und das, was sie von dir wollen, sind unterschiedlich. Hallo. Ja, das ist die Creepypasta, oder? Ich meine, die hat auch so angefangen. Okay. Gut. Wir ignorieren ihn einfach mal komplett und laufen einfach weiter. Ich bin immer noch zu müde, um zu rennen. Schön. Schön. Eigentlich müsste ich das Video hier mit einem Oldschool-Titel schreiben, oder? Wäre eigentlich ganz lustig. Mache ich aber nicht. So. Soll ich hier sein? Niemals, oder? Ich bin völlig falsch gelaufen wahrscheinlich. Wo bin ich hier? Als ob hier ein Supermarkt ist. Ich laufe über einen scheiß Highway zu Fuß. Ah, hier, doch, okay. Ich nehme alles zurück. Ist das ein Supermarkt? Markt. Okay, mit einem Auto davon. Oh Gott, I love it. Das ist wirklich sympathisch trashig. Das könnte wirklich ein 2011 releasedes Horror-Game sein. So eins zu der Zeit, wo jedes Horror-Game zu einer Creepypasta direkt rumgegangen ist. Egal wie scheiße es war. PewDiePie, Markiplier, also wow. Nehme ich direkt auf. Das ist das neue Hype-Game. Und dann Scariest Game of All Time. Als Titel. Und im Thumbnail ein stark bearbeitetes Gesicht vom Jumpscare. Von dem YouTuber. Oh Gott, hallo. $1,81 bezahlen. Okay. Goddammit. Es ist wirklich, ich komme wirklich gefühlt, ob ein Flashback zu 2011 oder so wäre. Goddammit. Es ist ja irgendwie schon ganz sympathisch. Von wann ist das Spiel? Ist es wirklich von den letzten paar Wochen? Die Skybox ist ein Viereck, sehe ich gerade. Ich sehe da hinten die Ecke. Wenn ich da hingucke, sehe ich, wie die Wand mit der Wand und mit der Decke zusammenkommen. Schön. Schön gemacht. Okay, der Smiling Man ist jetzt wieder hier auf der anderen Straßenseite oder so. Und schaut mir zu, wie ich mit meinem 1,81 $ Abendessen nach Hause gehe. Ich hoffe, es schmeckt. Die Häuser passen aber nicht hin. Die sehen aus, als ob irgendwelche Waldhütten wären oder so, die einfach hier mitten platziert sind. Und hier ist einfach ein Block. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel wahrscheinlich trotzdem unangenehm zu spielen wird gleich. Wahrscheinlich wird es ein super lauter Chase und das Ding rennt mir hinterher. Ja, das haben wir schon gelesen. Ich kann nicht mehr die Straßenseite wechseln. Ich will irgendwie langlaufen. Oh Gott. Pff. Hallo? Okay. Ich kann nicht laufen. Bin ich hier zu Hause? Die nächste Nacht. Muss ich jetzt wieder den gesamten Weg... Oh nein, komm. Na gut. Ja, muss ich... Okay. Geh zum Supermarkt. Das liegt hier immer noch rum. Hast du nicht tagsüber irgendein Kind gesehen und mitgenommen oder so? Nee. Okay, wo steht er? Boah, ich gebe dem Video einen richtig schönen Oldschool-Titel. Ja, I got it, komm. Ist ja schon ganz süß gemacht. Was zur Hölle willst du? Wie möchte ich denn? Kann ich die wegdrücken? Ich muss auch warten. Ah. Ja? Soll ich jetzt in die Richtung gehen oder soll ich... Ja, jetzt kann ich sprinten. Oh, no, no, no. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, das ist absolut kein gutes Zeichen. Okay. Ja, es funktioniert schon. Es ist cool gemacht. Okay. Warum will ich eigentlich immer noch zum Supermarkt? Hier rennt ein Typ hinterher. Ich bin auch so, dass ich rückwärts in dem Tempo sprinten kann mit dieses Monster Shy Guy Ding. Das vorwärts im vollen Sprinten nicht schafft, mir hinterherzukommen. Okay, hier rein. Kann ich hier rein, bitte? Oh nein. Nicht der Smiling Man. Bad Ending. Und fuck. Hätte ich die Leiche nicht untersucht. Ich muss von vorne anfangen jetzt. Ich will nämlich eigentlich ungern den kompletten Weg da nochmal hinrennen. Oh, ist das dämlich. I love it. Okay, komm. Wir machen es nochmal. Ich bin gespannt, was das gute Ende ist. Kann ich einfach nochmal probieren. Game. Das ist ein Geräusch. Aha, gut, dann bis gleich, schätze. Das Spiel ist 2022 rausgekommen. Oh, das ist... Ey, das ist ja irgendwie schon sympathisch, muss ich sagen. Es ist, keine Ahnung, ich mag das. Das ist halt einfach so ein Nostalgie-Throwback zu den Games, die halt einfach vor 10, 11 Jahren auf YouTube rumgingen, wo halt wirklich jeder Ich kann mich nur, selbst als ich angefangen habe, YouTube zu machen, hatte ich noch eine realistische Möglichkeit, meinen Backlog auf YouTube mit allen Horrorgames zu füllen, die Indie-Horror-mäßig ein bisschen relevant waren. Das ist so eine andere Zeit gewesen. Das klingt so doof, aber ich meine, wahrscheinlich könnt ihr euch auch noch dran erinnern. Neues Indie-Horror-Game, man kannte das einfach. Das hat einfach jeder zu dem Zeitpunkt gespielt. Ich meine, mittlerweile natürlich, die Guten gehen auch rum. Aber damals war halt wirklich einfach fast jedes Game. Egal wie scheiße die waren. Man hat das gespielt, weil ein neues, gratis Indie-Horror-Game war so, wow. Das muss jeder YouTuber spielen. Ich hoffe, ich gucke das auch bei jedem YouTuber und will gucken, wie die darauf reagieren. Es ist schon eine andere Zeit und ich finde, genau da passt dieses Spiel irgendwie ein bisschen rein. Und es ist irgendwas Sympathisches. Natürlich ist es super scheiße, aber es ist irgendwie ganz süß. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel mit dem Hintergrundgedanken vielleicht entwickelt wurde. Ich meine, vielleicht ist es auch einfach super ernst gemeint. Und das ist einfach in seinen Augen hier super gruselig. Ich meine, es ist ein bisschen stressig, das Verfolgen und so. Aber das wirkt so alt vom Aufbau her, von der Art her, von der Creepypasta aufmachen. Weil ich meine, wann war das letzte Mal eine Smiling Man Creepypasta irgendwo in Gedanken von irgendwem von euch? Ist wahrscheinlich schon ein bisschen her, ne? Ich meine, ich habe davon mal eine Verstörend-Folge gemacht, wo ich drüber geredet habe. Wo es irgend so einen kurzen Horrorfilm, so einen Horror-Kurzfilm gab. Wo es um den Smiling Man ging, und war das 2015, 16, 17 vielleicht? Ist auch schon lange her. Und da war es auch schon ein veraltetes Thema. Aber na gut, wir versuchen mal das gute Ende zu erreichen. Bis gleich. So, ich hoffe mal, dass ich im Markt überhaupt was anderes machen kann. Und jetzt nicht wieder schlechte Ende bekomme. Oh Gott. Das ist schon sehr ärgerlich. Okay, rein. Kommt einfach rein, killt mich. Wir haben einen Key. Was machen wir damit? Einfach rausgehen? Autoschlüssel? Ja. Der stand doch letzte Nacht auch einfach vor deinem Haus. Wie hast du jetzt damit das Problem gelöst? Ah. Na gut. Gut. Ich hoffe, 2012 geht die Welt nicht unter, Freunde. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Bis dann.